Tabard Puccini. Ja, zwei verschiedene Ausführungen. Sie sehen außen sehr ähnlich aus, aber sie sind vollkommen unterschiedlich. Und was hier schon auffällt, ist, ihr personalisiert die Fahrzeuge auf Kundenwunsch. Und hier sind zum Beispiel Verkleidungen bereits abgebaut, die werden bei euch foliert. Die werden foliert, die kriegen ein anderes Design, sodass die Seitenversion des Wagens eine ganz andere Optik bekommt. Ja. So, ja, hier ist Uwe Schmidt. Grüß dich, Uwe. Hallo Sven, grüß dich. Ja, du machst das Ganze seit 2 Jahren jetzt, AMC Schmidt. Ich mache das Ganze jetzt seit 45 Jahren, ja, 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 2 Jahre. Ich habe Bilder. Noch länger, wenn ich richtig rechne. Ich mache es schon 50 Jahre. Ah, dahin ist die Sabrina. Ja, wir haben gerade schon berichtet, Sabrina, es gibt den nächsten Übergang, aber wir zeigen mal gerade nochmal das Fahrzeug. Das ist die Sabrina, die neue Geschäftsführerin. Ihr seid Europas größter Tabathändler. So hat man gesagt, jawohl. Ja, hat man gesagt. Ihr macht ganz viele Doppelachsler. Es vergeht normalerweise kein Tag, wo ihr nicht zum Werk fahrt, irgendwas holt, oder? Ja, wir sind heute wieder zu dritt unterwegs. Zu dritt. So ist das. Ja, das Sabrina. Machen wir schon die ganze Woche jetzt, oder? Ja, ja. Machen wir stell dich mal kurz vor, dein Name. Sabrina Fehwinger, mein Name, neue Geschäftsführerin der Firma AMC Schmidt GmbH. Ab 1.12. Nee, Geschäftsführerin bin ich schon ein bisschen länger. Genau, so ab 1.12. übernimmst du die Geschäfte quasi. Du bist eine Frau, eine Powerfrau, kann man das sagen? Hast du doch kennengelernt, oder? Ja, denn du wolltest. Das ist ein Charmeur, das ist ja immer wieder schlimm mit dem hier. Also er meint, dass ich hinter dem Mikrofon in der Kamera zu verstecken hier und dabei macht er meine Geschäftsführerin hier so leicht auf die leichte Lockerart. Nein, ach Quatsch, komm, jetzt guck mal in den Wohnwagen, nicht nach den Frauen. Alles klar, so ist es. Also, das ist was für ein Modell, Uwe? Das ist ein Puccini 575 SDF, französische Ausführung. Das Besondere an dem Wagen ist, dass in dieser Größe ein Mittelraumwagen, also ein Mittelbett, ein Queensbett in der Mitte drin stehen hat. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an, denn das ist was ganz Besonderes. Erstmal vielen Dank, Sabrina, bis gleich. Viel Spaß. So, hier wird einiges personalisiert. Hier habt ihr schon unten die Leisten abgeschraubt. Das heißt, viele Franzosen stehen auf weiße Optik. Das heißt, so das, was die Deutschen haben mit so Silber und Grau und ganz Design, viele Franzosen möchten weiß. Die sind generell alle auf weiß getrimmt. Wir haben früher sogar die Wohnwagen, die Möbelteile auf weiß getrimmt. Die Möbel wieder ausgebaut, abgeschliffen und dann anschließend zum Lackierer gebracht, zum Holzlackierer und haben sie danach wieder eingebaut. Richtiges Schleiflack. Aus der Version heraus. Im Wohnwagen durch unsere Sachen, egal ob es wenn deine Kleidung ist oder meine Kleidung, ist immer dunkel. Mhm. Und wenn es eine dunkle Kleidung, ein dunkler Wohnwagen ist, wieder immer dunkler. Mhm. Das kennen die Leute von hier. Wenn es hell ist, ist alles motiviert, ist wunderbar, ein schönes Leben draußen. Ja? Aber sobald du dunkle Sachen dann hast, denk zum Beispiel an Beerdigung alles, ist immer etwas mehr Frustration da. Mhm. So, demzufolge kommt unser Klientel, die viel mit dem Wagen unterwegs sind, immer auf die Variante, ich hätte gern weiß, ich will weiß, nicht dunkel. Wir haben aber heute in der Möbelbranche vielfach die Variante, dass die Designer auf dunkel gehen. Weil wir haben jahrelang helle Möbel gehabt und jetzt kommt dunkel ran. Und darin können wir uns ja auch nicht dran verstecken. Ja? Sondern es geht in dem Moment auch in dieser Version weiter. Uwe, bevor wir reingehen, zeige ich mal ganz kurz, ihr habt jetzt Seitz Rahmenfenster mit drin. Das ist in der Klasse jetzt Standard. Früher war das nicht so bei Puccini. Früher hast du das gegen Aufpreis als solches erhalten. Es ist in der deutschen Preisliste aber ebenfalls noch so. Wenn du das entsprechende Programm in der deutschen Preisliste mitlegst, kriegst du auch die Seitzfenster. Sonst wird er nach wie vor noch auf Aufsatzfenster, Auflagfenster produziert. Ich zeige mal gerade hinten, wir haben gerade eben das Schwestermodell gezeigt. Diesmal ganz anders, denn der hat das automotive Design 2021. 21er Produktion fast ausverkauft bei euch. Das heißt, ihr habt viele Wohnwagen verkauft dieses Jahr. Wir sind genau in unseren Linien drin und wir haben genau unsere Erwartung. Aber wir hätten ganz gerne noch ein paar mehr Wohnwagen. Da gibt es noch Diskussionsbedarf mit dem Werk. Da brauchen wir noch ein paar. Nächstes Jahr im Frühjahr, zumal wir ja noch insgesamt 8 Monate vor uns haben. So sieht es aus. Ja, die Aufbautür ist XXL, sehr breit. XXL, die ist etwas breiter gelöst, lässt natürlich einen wunderschönen Eingang, auch mit einem Korb oder mit einem Wäschefach oder was auch immer lässt sich das vollziehen. Gell? Und ja, vor allen Dingen Tabard-Einstiegsstufe, die ist etwas tiefer gelegt. Auch in der Bereich, dass du unterwegs bist, kannst du ganz leicht den Eingang benutzen, ohne dass du die Trittstufe benutzen musst. Ja, ihr geht hin und personalisiert alles. Und hier ist die Besonderheit. Hier habe ich dann erstmal, warte mal, ich mache mal ein bisschen mehr Power aufs Licht. So, da sind wir und dann machen wir es mal ein bisschen schöner. Hier sieht man die Rundsitzgruppe drin. Das ist bei den französischen Versionen, wird viel Wert gelegt auf Platz und Raumgefühl. Ja, die haben halt eben eine größere Familie, im Schnitt immer wieder 3 bis 4 Kinder mit an Bord, sodass es halt eben auch, wenn man zum Frühstück oder zum Mittagessen kommt, auch Platz am Tisch sein muss. Ja, ich habe ja Bewegung, ja. Genau, ich habe ja auch eine Zirkusfamilie, die ich das öfter mal besuche. Die haben eigene Wagen, da wird dann gekocht und gegessen. Dann gibt es eigene Wagen mit Toiletten. Wie ist das da gelöst? Ist das so? Die haben auch eigene Wagen mit Toiletten? Die haben einen Beiwagen, jeweils die Familie dazu, wo der Küchenwagen und das Kinderzimmer ist in dem Sinn ein Wagen. Und die Repräsentationswagen, den schauen wir uns hier gerade an.
So, super. Und das ist der Repräsentationswagen. Ja, das ist der Repräsentationswagen, wo sich die Herren oder die Damen mit der nötigen Schwere oder mit der nötigen Aussagekraft bewegen, ja. So sieht's aus. Also das ist das neue Möbeldesign, was wir jetzt sehen. Die Einstiegsvariante, die ist jetzt noch verkleidet hier. Hier vorne habe ich dann ein sehr, sehr modernes Design. Diesmal eine Besonderheit, der Kühlschrank direkt am Eingang. Das ist selten, aber es ist immer mehr im Kommen. Ja, das ist der neue Typ von Dometic für den Kühlschrank, der zweiseitig zu öffnen ist. Einmal kannst du ihn jetzt leicht von Vorzellseite aus öffnen oder kannst halt eben parallel kannst du ihn von der Innenseite vom Bereich der Küche aus öffnen. Hast zwei so. Wege. Oben war rechts nicht ganz zu, deswegen ging er nicht auf. Ja, danke. Ja. So, dann geht so. Er auch auf. Das heißt also, ich kann jetzt hier, ohne dass ich den Wohnwagen betreten muss, von der Vorzeltseite einfach rein, kann da jetzt ein Getränk rausnehmen oder was auch immer und komme dann gut ran. Das war eine gute Idee. Muss man mal ausprobieren. So, hier vorne. Ja, hier ist das Mittelbett. Das heißt, ich kann von beiden Seiten ran. Ich kann von beiden Seiten ran. Ich hole das nochmal gerade runter, damit der Blick etwas besser wird. So, und hier habe ich quasi 5,75 Meter, gell? Muss man wohl deutlich sagen. 5,75 Meter? 5,75 Meter, ja. Und dann habe ich hier ein Queensbettwagen mit entsprechendem freien Bett stehend, mit allem, was das Herz begehrt. So, ich habe dann zwei Kleiderschränke. An jeder Seite habe ich einen großen Kleiderschrank. Jawohl, einmal zum Kleider einlegen, sowie auch Kleider ablegen. Das ist schön, das gefällt mir. Erinnert mich stark an den Reisemobilen, muss man sagen hier. Also ganz viele Reisemobile mit französischen Betten, die du nicht so oft findest, die haben diese Anordnung mit drin. Das heißt, ich kann also stehend an die Kleiderschränke ran. Ich muss nicht übers Bett krabbeln oder so. Ja, das siehst du ja hier. Guck mal, wie leicht, wie locker ich überall hingreifen kann, weil das Bett halt eben nicht quer steht, sondern längs steht. Ganz einfach von beiden Seiten einsteigen. Ja, ein ganz, ganz beliebter Grundriss, auch in Deutschland, muss man sagen. Jetzt ist das Thema Queensbett. In Deutschland, die wollen immer Einzelbetten haben. In Frankreich, da schlafen die immer ganz eng zusammen. Das ist die Kuscheln. Da läuft so Einzelbetten mit Trennung und so. Das gibt's gar nicht, oder? In Deutschland haben wir ja die Einzelbettvariante mit dem Mittelraumteil, mit der Verkleide, mit dem Rollbett. Ja. Damit verbinden wir das rechte und das linke Bett, sodass eine regelrechte große Spielwiese entsteht. Das geht auch. Aber hier, das ist jetzt vom Raumangebot her, ich setze mich gleich mal aufs Bett drauf, dass man das mal sieht, das Fenster riesig. Ja, das gibt natürlich hier, ich nehme das richtig Größe ein. Das ist hier wirklich, boah. Ist das jetzt in Deutschland nicht so groß, das Fenster? Das wird in Deutschland, nein, da haben wir nur Längsfenster. Wenn du es hier rum betrachtest und siehst diese Seite, ist das die Ausführung deutsch. Das ist die deutsche Ausführung. Ja. So, und auf der anderen Seite habe ich also richtig Ausblick. Ich habe also ein Fenster, was von oben nach unten geht, unglaublich viel Ausblick auch bietet. Gut, viele Deutsche wollen ja gar nicht so viel Einblick ins Schlafzimmer. Die haben ja ein Problem. Aber wenn ich außen war, du kannst nicht reingucken, es kommt jetzt schwarz. Sven, das machen die Franzosen auch. Die sagen mir, die sprechen mit mir. Und dann kriegen die schwarze Fenster. Das ist so. Ja. So, die reden nur mit dem Schmidt und dann kriegen wir das alles geregelt. So, die sind jetzt pechschwarz von außen. Du kannst nicht reingucken. Von innen nach außen kannst du schauen, aber von draußen kannst du nicht reinschauen. Die verdunkeln dermaßen, dass du jetzt in dieser Jahreszeit von außen kein Licht siehst. Nur die Dachluke. Das ist wirklich so, ja. Wenn du mal hier mal kurz hoch machst, hier kann ich wahrscheinlich auch an die Haustechnik ein bisschen ran. Ja, hier ist der Tank. Der ist wie groß, der Tank? 45 Liter. 45 Liter. Jetzt sieht die Wasseranschluss. Sieht die Wasser heiß, der hängt fest. Das ist wie beim Klo, befüllt sich automatisch wieder. Befüllt sich automatisch Schwimmer. Durch den Schwimmer, ja. Okay. Mhm. Das heißt also. Rechts hast du die Trumatherm, die 14-Liter-Boiler auf 220 Volt. Der wird noch umgerüstet auf Gas. Das ist oft so. Also ich habe bei mir noch im Wohnwagen noch ein 230 Volt drin. Gas ist immer mehr im Kommen oder war das noch nie ein Thema? Die Energieform hast du heute eindeutig schneller herbeigezogen. Du kriegst ja viel schneller aufgeheizt wie mit Strom. Wenn du im Campingplatz bist und hast 1500, 2000 Watt, lass es mal maximal bis 3000 Watt gehen. Da brauchst du für 14 Liter ja alle mal 40 Minuten, 50 Minuten. Und wie schnell ist das weggeduscht und dann stehst du da. Mhm. So, und beim Gas hast du permanente volle Energie da und kannst über die Verbrennung sofort die Temperatur erzeugen. Und was wird da bei euch jetzt eingebaut anstelle? Was kommt da rein? Der kommt Typ raus und dann kommt der BN10. Das ist ein Boiler von Truma. Das ist ein 10 Liter Boiler, der einmal auf Strom auch geht, sowie auf Gas. Beides. Der kann beides. Beides, ja. Okay, verstanden. Und das ist der Serienboiler, der kocht dich schon. Das ist der Serienboiler, ja. So, ihr habt da unten jetzt die Wohnraumteppiche immer dabei? Die Teppiche sind im französischen Raum immer Serie dabei, ja. Die werden auch entsprechend verwendet bei den Franzosen? Ja, anfänglich werden sie die schon gewendet und anschließend werden sie als Schnittmuster genommen.
Ja, schön. Wenn sie verbraucht sind, werden sie einfach zum Teppichhändler gebracht und sagen, nach dem Muster hätte ich ganz gerne was. Ist eine gute Lösung. Ach so, okay. Das heißt, ich habe direkt das Schnittmuster, habe es exakt ausgemessen und habe verstanden. Ja, und dann ergänzen die das wieder durch neuen Teppichboden. So, und die Lebensdauer haben wir ja schon drüber gesprochen. 4-5 Jahre, dann werden sie ausgetauscht meistens. 5 Jahre kommen sie wieder zurück. Ja. Ist das hier im praktischen Haus für den reisenden Franzosen, also der für das fahrende Volk? Das ist wieder eine Gehaltsklasse-Frage. Hier ist ein Schnitt, ja, in der Altersklasse hier von 50 bis 65, stopp, langsam gesäumt, bis zum Ende. Und als Queensbettwagen ideal, nur 5,75 Meter lang. Und die fahren meistens Ende April raus und sind Ende September wieder drin und dann gehen sie in ihre Häuser. Okay, das heißt, die haben Häuser, die kennen ja das Leben. Also auf dem, ich sag mal, Campingplatz, das sind ja Stellplätze in Frankreich, die speziell für, ich sag mal, das fahrende Volk bereitgestellt werden. Das ist nicht so wie hier, sondern das ist komplett integriert. Und man sieht sie überall mit ganz vielen Stellplätzen. Also wenn du in Südfrankreich bist, das sind riesige Familien, kann man das sagen? Das sind riesige Familien und zum Frankreich gesprochen. In der französischen, das lass mich nicht genau sagen, wie das Gesetz heißt, ist es so, dass Orte über 7000 Einwohner immer einen fahrenden Platz zur Verfügung stellen müssen. Okay. Die müssen ihn ausweisen als Dorfplatz, Kirmesplatz und immer geeignet für die Durchreisenden. Okay, das ist da direkt organisiert quasi. So, du hast dich ja spezialisiert schon seit Jahrzehnten auf Doppelachser-Wohnwagen für Durchreisende. Immer mehr Deutsche sehen die Grundrisse und sagen, wieso kann ich das nicht haben? Das geht. Also du hast viele Anfragen von Deutschen, die sagen, ich hätte gern so einen luftigen Grundriss. Ja, das ist wieder ein individuelles Gespräch, das man halt eben mit uns führen kann. Und je nach Grundriss können wir ihn auch mit Toilette ausrüsten oder wir lassen ihn halt eben andere nur außen reinkommen. Preis hier von dem, wie liegt der ungefähr? 45? Der liegt, 42 hätte ich gesagt. 42, 43. Aber bitte nicht genau bei der Vielzahl. Nee, klar, da Optionen, die hier drin sind und so weiter. Als Orientierung 42, 43 liegen wir schon gut in der Richtung. Ja, super, ja. Dann ist hier der Waschraum, rechte Seite. Jawohl, mit Dusche. Und genau. Was ist das Besondere in dem Wagen? Warte mal, ich komme mal kurz zu dir. Dass wir ein Klappwaschbecken haben. Klappwaschbecken? In dieser gehobenen Klasse, ja. Haben wir ein Klappwaschbecken. Mal kurz, ich guck mal, ob ich es sehen kann. Ah ja. Eigentlich von der Philosophie nicht falsch. Warte mal kurz, wenn du mal kurz rausgehst, die Kamera konnte es nicht einfangen, weil wir doch ein bisschen wenig Licht haben. Also hier ist ein Klappwaschbecken und wenn du es nochmal kurz so von der Seite mal reingehst und nochmal hochklappst, so andeutest, dann sieht man, okay. Das ist nicht irgendwie ein primitives Klappwaschbecken, wie wir es von früher gewöhnt sind, sondern es hat richtig Metallscharniere, wenn du es mal rechts betrachtest. Das ist ein richtiges Auffangbecken. Das ist also okay, Spielzeug nochmal hinten dran, gell? So, zentrale Lichtsteuerung habe ich überall. Das bedeutet, ich kann das Waschbecken rausklappen, wenn ich es brauche. Ansonsten ist der Raum nicht vergeudet. Korrekt. Jetzt überleg mal, wie oft ihr das benutzt. Das ist morgens eine Stoßzeit, vielleicht schon eine halbe Stunde, bis die ganze Familie Zähne geputzt hat, sich gewaschen hat. Und dann könntest du diesen Raum ja wunderschön auch durch ein Klappwaschbecken verstecken. So, in Frankreich wird täglich geduscht, muss man sagen, im Wohnwagen. Permanent am Duschen. Immer, immer. So, das sieht man auch hier unten. Das heißt, die Dusche, die muss was aushalten können. Da seid ihr zufrieden bei Tabat? Da sind wir zufrieden, ja. Das ist ein Zeitraum von 5 Jahren, wo ohne weiteres noch ordnungsgemäße Duschräume zurückkommen. Ja. Wenn man denkt, jeden Tag gehen da 2, 3, 4 Personen durch, dann muss da schon ein bisschen was an Materialeinsatz da sein. So, der Materialeinsatz ist natürlich auch hoch bei diesen Wagen. Das heißt, die Grundrisse für Frankreich, ihr bestimmt die teilweise mit. Das heißt, also wenn ihr ja so viele Wagen nach Frankreich verkauft, dann haben die ja wahrscheinlich Wünsche. Oder sind die Grundrisse immer gleich geblieben? Wer macht sich denn Gedanken um die französischen Grundrisse bei Tabat? Wir haben in Frankreich für Frankreich speziell ein Team von Tabat. Die organisieren das Ganze, die orientieren sich am Markt, was notwendig ist, beurteilen nach insgesamt die Qualitätsstandard, was alles drin sein muss und die offerieren die Wagen. Kommt es zu Konflikten seitens eines Ausbaus, was der Kunde nicht wünscht, stehen wir zur Verfügung. Okay, das heißt, ihr individualisiert die ganzen Fahrzeuge. Ja, jetzt sieht man hier, da ist der Kühlschrank dahinter, trotzdem ist der Platz nutzbar. Machen wir bitte auf. Ja. Da oben, hier habe ich noch ein Fach drin. Das kann ich denn tief nutzen, drunter ist der Kühlschrank. Fernseher kannst du verstecken. Ah, zum Rausziehen. Ja. Das ist auch neu. Also früher waren die ja immer fest montiert. Warte mal, ich mach mal gerade zu, dann komme ich ein bisschen besser. Wenn du mal so lieb bist, hier die Tür mal zumachst hinter mir. Ja, okay. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. So, dann sieht man nämlich auch krass mit 4 Scharnieren. Das heißt, so eine kleine Tür hat 2 Scharniere. Ja, ja. Ja, weil selbst die kleine Klappe hat dann 2 Scharniere. Das Ganze ist auch so, dass es festgezogen. Gut, jetzt fahren die ja während der Fahrt nicht mit, aber trotzdem, hier klappert wenig, oder? Ja, klappern würde ich mal sagen, hier reißt wenig ab.
Das Klappern hörst du ja nicht während dem Fahren, du bist ja nicht im Wagen drin. Ja, stimmt. Ja, sollte man nicht. Ja, die Schäden, die in der Vibration hat, solches vorkommen, sind bescheiden. So, großer Spiegel ist direkt am Eingang. Da ein Sträubchen, wo sich löst, wirklich. So, dann habe ich hier meine Tür, die kann ich zumachen, wenn du mal so lieb bist. Ja. Mach mal zu, da kann ich den ganzen Raum dann auch vereinzeln. Abgeschlossen. So, fass ich die Füße. Ja. Gleitet auch gut. Ja, leicht. Leicht, jetzt ist zu. Jetzt habe ich mein Schlafzimmer. Mach nochmal auf, bitte. Willst du mich wieder sehen? Ja, ich muss dich sehen. Okay. Das ist mir ganz wichtig, Uwe. So, oben drüber hätte ich dann die Sterne. Jetzt zurzeit sehe ich das Wellblechdach von AMC Schmidt. Spiegel auf der linken Seite mit drin. Der ist auch raumhoch. Ablagefächer. Dann drunter. Immer noch ein Apothekerschrank und noch ein Ablagefach. Eine Seile für alle Kleinigkeiten. Sogar mit Expander, dass nichts rumfallen kann. Kann ich in Sachen sichern. Ja. So, und der Apothekerschrank ziehen wir ganz aus. Ja, gerne. Geht noch weiter raus, praktisch. Also bis zum letzten Teil kannst du zugreifen. So, auch die Küche, die ist diesmal ein bisschen kleiner, aber sehr, sehr praktisch. So, auch hier habe ich eine Ausbuchtung, dass ich gut rankomme. Viele Fächer. Viele Fächer, ja. Ausgeweitet. Lass mal. Hier ist natürlich auch noch alles Schubfächer drin. Wow. Warte, ich zeig mal gerade hier von der Seite, dass man sieht. Da kann ich richtig rausziehen. Hier ist auch die Gasversorgung geregelt. Wo denn? Ah, die Ventile. Die Ventile. Die Absperrhähne, die sind hier vorne. Dann habe ich Edelstahl-Spülbecken, das ganz, ganz tief runtergeht. Yes. Dass ich also auch viel, viel Platz habe zum Spülen. Das ist insgesamt ein Treibkolbenklocher mit einem Guss. Rahmen, nicht mit irgendeinem metallgepressten Rahmen. Die werden aber quasi gar nicht verwendet, die Küche. Die ist nur als Abstellplatz oft, oder? Ja, die Camper, heißt, ihr habt einen Küchenwagen. Die Camper wollen die Küche sehen, aber nutzen tun sie wenig. Es wäre schon vorteilhafter, wenn wir es umbauen könnten, dass wir es in der Vitrine oder andere Accessoires unterbringen könnten. Das ist so. Das heißt, man kriegt die Wagen nicht ohne Geräte, wenn man das will. In der größeren Preisklasse, ja. Da bestelle ich die Küche ab. Da bauen wir um auf andere Versionen. Ich verstehe. So, ihr habt jetzt gewechselt. Früher war das alles mit Dometic, jetzt ist Truma drin. Jetzt ist Truma drin. Wir haben eine günstigere Anlaufgeschwindigkeit. Also das heißt, sie zieht, geht hier sehr genau, 300 Watt gegenüber 390, 400 Watt bei dem Mitbewerber und geht in der Leistung noch dementsprechend höher. Okay, das heißt, sie ist auch sehr leise. Also das heißt, Truma hat da viel Wert gelegt. Dometic will jetzt nachrüsten, habe mit denen gesprochen, aber die Truma-Anlage ist sehr leise. Das ist eine. Das ist anstrengend, wie Dometic, ja. Ist so. Wenn der Image mal schlecht ist und da runtergegangen ist, dann will keiner mehr die Geräte haben, gell? Ja, vorne. Du hast ein großes Fach über der Küche. Genügt, oder? Ja, absolut. Dann die Seitsfenster, die kenne ich aus meinem VW-Bus. Da sind sie drin. Hochwertige Fenster. VW-Bus, vergleicht ja mein Bottini hier. Nein, Sven, hey, hallo. Ich habe an der Seite ein Seitsfenster drin bei mir im Bus. Also nachgerüstet, ja. Nachgerüstet, Bus, ja. Ja. Mit drei Verschlüssen, fest verriegelbar, mit Druckknopf, gell? Ja. Ja, da ist also schon ein Sicherheitsfaktor drin. Und stufenlos mit dem Rastersystem, wie wir es ja kennen von allen Wagen. Okay, an der richtigen Stelle Hintergrundbeleuchtet das Ganze. Mit einem Glas, mit einem Glasteil gegen Brand und gegen Schutz und Schmutz ist hier ein Glasteil noch vorgebaut. Großes Kino. So, kommen wir mal zum Wohnbereich, denn das ist das Wichtigste. Uwe, wenn du dich mal da hinsetzt, bitte, dann sieht man mal. Ein bisschen aufpassen, was wir an Abbauteilen hier rumliegen haben. So, da ist jetzt ein Tisch mit dabei. Der Tisch ist immer so, dass hier das umgerüstet werden kann zum Schlafbereich. Wird das ab und zu gemacht? Beim Franzosen wird der Tisch nicht benötigt. Hier unten drunter steckt das Bett. Das wird auch geklappt. Klack, 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 klack. Okay. Das Rückenteil, das wir hier haben, ist ein Ausziehbett, wie wir in Deutschland sagen. Mhm. Aber es ist ein Klappbett, das sich öffnet und das dann hier komplett wieder ein französisches Bett entsteht. Okay, das heißt, der Tisch, wie er hier steht, der wird überhaupt nicht benötigt? Nein, der muss ins Vorzelt oder kann halt eben weggeschoben werden. Okay, das heißt, die können den rausnehmen, machen den ins Vorzelt. Der ist auch so, also ich habe meinen Tisch witzigerweise auch aus dem Puccini rausgeholt, nach draußen gestellt. Der ist zwar ein bisschen schwer, mit zwei Leuten kriegt man den raus und dann hat man auf einmal richtig Platz hier drin. Ja, hier kannst du drin bewegen, hier kannst du richtig Meeting abhalten, wie man heute euch die ganze Sache betrachtet. Gell? Schlafen die Leute auch hier im Heck oft? Ist es oft als Bett umgerüstet? Wir hatten im Vorfeld schon gesagt, dass es ein Zwei-Personen-Wagen ist. Ja? Okay, das heißt, ist mehr eine Repräsentationsgröße. Ja? Okay, verstanden. So, das heißt, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, dass man mal sieht, also eine richtige Couch-Garnitur ist hier an der Seite drin. Der Uwe ist ja jetzt einer der kleineren Personen, muss man sagen, vom Raumvolumen her, aber auch du fühlst dich wohl. Ich fühle mich pudelwohl, aber Sven macht nicht so viele Komplimente, das lässt immer so schlecht durchleuchten.
Seit 45 Jahren machst du jetzt das Thema Camping. Warte mal, ich komme mal kurz auf deine Seite, dass wir mal das Raumgefühl ein bisschen sehen. Deswegen habe ich ihn auch nicht weggezogen, der ist da unten arretiert. Der ist unten arretiert. So, ja. Und da sieht man also hier den Angriffsbereich. Der ist schön geworden, gell? Ja, der ist wunderbar, wenn du das betrachtest in dem Schwarzdekor. Jetzt habe ich ja die Folie von unserem vorhergehenden Fahrzeug in der Hand. Wir müssen das komplett abziehen und dann hast du natürlich einen gewissen Leuchteffekt drin. Und jetzt ist auch kein Licht an, denn ihr baut den gerade um. Hier wird jetzt einiges gemacht. Was wird hier drin gemacht? Also das heißt, der Umbau natürlich, der Boiler. Auch ein Radio rein. Ja. Da sind sie noch nicht so weit. Der wird hier oben eingebaut. Antennensysteme, Lautsprecher, alles rundum eingebaut. Der kriegt den Boiler rein und kriegt ein 12-Volt-Paket. Das ist oft so. Das heißt, das sind so Standardsachen, die wirklich tagtäglich benötigt werden. 12 Volt heißt, ich brauche keinen 230-Volt-Anschluss. So Solar ist das ein Thema bei euch oft? Das wird gewählt. Die Solar hilft uns dabei, dass die Batterien eine längere Lebensdauer kriegen. Weil okay. Vielfach wird ja bei den Batterien dann durch die LED-Technik die Batterien tief in den Keller reingezogen. Ja. In dem Moment haben sie kaum Möglichkeit, wieder nach unten hochzukommen. Und deswegen haben wir frühes Ausscheiden der Batterien. Die Siliziumbatterie ist immer noch eine sehr teure Angelegenheit, die in dem Moment die Leute davon abnimmt und haben wollen. Da reden wir immer über 1000 Euro für so einen Wohnwagen, für eine Batterie nur. Okay, das heißt auch, selbst im Winter scheint ja immer so ein bisschen Sonne, ist immer da, da wird die immer schön nachgeladen. Das heißt, die geht nicht ganz runter. Die geht nicht ganz runter, die Solarzelle bringt ja egal in welchen Sonnenschein. Selbst nachts bringt sie dir ja Leistung, wenn du Mondschein hast. Es ist immer wieder eine gewisse Nachladung da. Und dass für meine Leute gesagt, ein Stromaggregat laufen oder dass es am Strom dranhängen oder ein Auto, ja, ist dann doch noch schlechter, ja. Da wird die Autobatterie noch leer. Und drunter, was ist da für ein Fach? Ist da ein Fach drunter? Unterm Kühlschrank? Ich habe das gerade noch gesehen, wahrscheinlich so Pushlock oder sowas. Oh ja, für die Schuhe oder sowas. Ja, die kleinen Accessoires, die wir normalerweise auf der linken Seite haben. Beim Tabat hast du hier einen Ausschnitt, dass du auch aufdrücken kannst, für die Kurbel reinzunehmen, für Schraubenzieher oder was man so im alltäglichen Bedarf hat, wo man Kleinigkeiten unterbringen kann. Gell? Komm Uwe, wir gehen mal raus, machen die Abmoderation. Toll, dass ich das sehen durfte. Also hier mit Queensbett, beidseitig begehbar, Mittelbett quasi im Heckbereich. Nochmal die Länge 5 Meter und? 75. 5,75. Ja. Also ein handliches, knuffiges Fahrzeug, ja. Was man auch gut bewegen kann. Ist das Thema Mova in Frankreich ein Thema? Nee, gar nicht. Die Jungs können fahren. Du hast den Mover drauf, gell? Ja, ich habe. Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Ja, ich muss dann heute Morgen abbauen, hast du recht. Mussten abbauen. Der hat einen anderen Zweck, das werden wir dann nächstes Mal berichten, denn mein schöner Puccini geht in Rente. Wer ihn haben möchte, wir werden auch gleich mal ein Video machen, der soll sich melden, denn wir werden ihn gleich mal zeigen und ich werde ihn mal filmen und vielleicht finden wir ja jemanden, der sich immer barmt. So ist es. Ja. Das Vorteil bei dem Wohnwagen ist ganz wesentlich, wenn es das Buglaufrad komplett in die untere Position bringst, also komplett nach unten gibst und drehst das Rad hoch, hast du einen Einachser beim Rangieren. Wie? Komm her, Sven, schau mal rüber. Ist das ein Witz? Nein. Dieses Rad kriegst du durchs Buglaufrad entlastet und dann kannst du vorne den 5,75er, kannst du mit dem kleinen Finger hin und her drehen. Das hast du mir nie erzählt bei meinem. Das hat doch nicht jeder gesagt. Nochmal, das wäre bei meinem auch gegangen. Ich habe ja extra einen 5,90er. Ne, 6,50 geht nicht. Ah, geht nicht. Nein, 6,50 also beim, hier das Rad noch zu stark. Also beim 5,90er mache ich das Bugrad, dann ist eine Waage. Unten, du klemmst es in dem hier, drehst das Rad komplett raus, ist die erste Achse frei. Ist die komplett, die steht in der Luft? Ja, ist frei. Ich habe selbst schon einen Wagen. Ich habe mal extra deswegen einen von der Serie bauen lassen. Ich habe einen 5,90 Meter Puccini. Kann ich ganz allein überall drehen. Brauche ich niemanden. Aber ich brauche auch keinen Mover. So, ich zeige mal gerade hier vorne, da ist eine Waage eingebaut. Ja, sehen wir, der Tabat, Saison 2020 und 2021, die Deichselwaage mit drin, ja. So, wir sind bei AMC Schmidt, Uwe Schmidt, seit 1900. Oh je, jetzt muss ich ja zurückrechnen. Was verlangst du denn von mir? Okay, seit ewigen Zeiten, 70. 1970 seid ihr im Geschäft. Nee, die Firma selbst mit Wohnwagenhandel ist seit 68 unterwegs. Mhm. Aber meine Person ist seit 70 hier aktiv in dem Laden drin. Okay. Das heißt, du hast mit 3 Jahren angefangen. Mit 3 Jahren, danke. Das war's. Uwe Schmidt, ich bedanke mich herzlich. In Idar-Oberstein, wenn man einen Wohnwagen kaufen möchte, Doppelachser, Einachser, welche Marken habt ihr alle im Programm? Nur Tabat. Nur Tabat. Nur Tabat. Und Leute, es genügt mir wirklich. Vielen herzlichen Dank für alle Zuwendungen anderer Fabrik gerade. Aber bitte, es genügt. Alles klar. Tschüss, Uwe. Danke. Ciao. Ciao. Gute Zeit.